Inwiefern vergessen wir eigentlich unsere Kindheit, wenn wir erwachsen werden und mit der Erwachsenenwelt konfrontiert werden? Darum geht es in Christopher Robin und natürlich auch darum, dass Winnie Pooh zurückkehrt. Für euch hier der Trailer. Was ist, wenn du mich vergisst? Dummer alter Bär. Ich werde dich nie vergessen, Pooh. Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin. Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht. Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Gute Frage. Pooh? Christopher Robin! Nein! Pooh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Achtung, Pooh, ich komme. Also, wohin? Ich komme immer irgendwo an, indem ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Ach ja? So mache ich das. Hallo zusammen. Christopher Robin. Wie schön, euch alle wiederzusehen. Oh, danke. Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Vielleicht sind wir jetzt dran, Christopher zu retten. Du musst Madeline sein. Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er ist? Oh ja. Tinker! Ja! Ferkel! Ach, herrje. Oh, du Mama, meine Güte. Ich war noch nie fröhlich. Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, Pooh, das ist nicht... nicht so wichtig. Anders als bei Goodbye Christopher Robin spielt jetzt der Christopher Robin, also der Disney-Film, jetzt nicht wirklich in einer Realität, die wir irgendwann mal erlebt haben, sprich in der Vergangenheit. Ist also 0,0 historisch gemeint, sondern er geht eher so ein wenig in die Hook-Richtung. Wer sich erinnert, in den 90er Jahren quasi Peter Pan war gealtert und war eben ein Geschäftsmann. Er hat alles vergessen, was seine Kindheit ausgemacht hat. Und ein wenig geht es eben auch Christopher Robin, hier gespielt von Ewan McGregor, so nur eben jetzt nicht ganz auf die bösartige Art und Weise. Man hat irgendwie das Gefühl, dass er gar nicht anders konnte und dort ein wenig hineingedrückt wurde. Das ist also erstmal so schon mal der Aufhänger, dass am Ende Winnie Pooh durch einen Zufall ihm eben wirklich wieder begegnet und da eben auch schon direkt der Unterschied, das bildet er sich nicht ein, sondern die Figuren sind wirklich von allen Menschen in dieser gegebenen Realität in diesem Film zu sehen und vorhanden. So, damit erst einmal geklärt ist, so, worum geht's eigentlich, wie wird dieser Film gemacht? Ich habe das nämlich bei den Trailern, um ehrlich zu sein, nicht immer ganz deutlich heraussehen können. Und dazu kann ich jetzt direkt sagen, dass insbesondere, wenn es um diese kleinen Viecher geht, also Winnie Pooh, Ferkel, Tigger, ihr merkt, meine Stimme wird direkt schon wieder so ein bisschen in diese "Das ist so süß" Richtung. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie großartig das animiert wurde. Man hat gar nicht das Gefühl, dass diese Figuren nicht existieren, sondern man will in die Leinwand springen und erst einmal alle knuddeln. So eine Stunde. Einfach nur knuddeln. Die sehen fantastisch aus, sind total süß, sensationell gut gesprochen und ja, mir geht einfach das Herz auf. Und da spielt es erstmal überhaupt gar keine Rolle, was sie da sagen. Hauptsache ich sehe sie, Hauptsache sie sprechen miteinander. Das ist wirklich goldig, sodass ich direkt ganz am Anfang auch schon ziemlich feuchte Augen hatte. Das ist wirklich herausragend gemacht und da gibt es immer wieder kleine, ganz tolle Momente, die mir einfach sehr viel Freude gemacht haben. Einen kleinen zitiere ich auch, wenn Winnie Pooh, also seht ihr auch direkt, es sind immer so kleine Aspekte, die man aus der Zeichentrickserie kannte, werden mit aufgegriffen. Es geht nämlich um den Ballon. Und Winnie Pooh sagt dann eben, ich hätte gerne einen Reiseballon. So. Ja, er hätte gerne einen Reiseballon. Und ihm wird eben entgegnet, dass er den nicht braucht. Und er antwortet eben, ich weiß, dass ich den Reiseballon nicht brauche, aber ich hätte ihn gern. Und er ist halt einfach so ein goldiger Charakter. Das trägt den kompletten Film. Und das ist auch das Wichtige, dass dieser Kern funktioniert. Nur aber weil der Kern letztlich funktioniert und mir auch große leuchtende Augen gebracht hat, heißt es eben leider nicht, dass der Film insgesamt gelungen ist. Dafür ist letztlich die Geschichte einfach viel zu simpel und viel zu plump erzählt, sodass ich irgendwie dann doch, insbesondere wenn es um die Story-Elemente ging, einfach schulterzuckend saß. Also einfach jetzt zu sagen, okay, muss irgendwie feststellen, dass es doch irgendwie nicht alles ist, nur normal zu arbeiten und dann seine Familie zurückzuerobern.
ja, wow, das habe ich halt einfach schon richtig oft gesehen. Und da vermisse ich aber eben eine Tiefe, also dass man sich wirklich mit diesem Konflikt auseinandersetzt, dass man wirklich ein Auge darauf wirft, zu sagen, okay, deswegen verändert sich die Figur, deswegen fällt ihr das wieder ein. Das ist nicht wirklich sonderlich gut geworden und eher ist die Veränderung der Figur von Christopher Robin nachher gefühlt erzwungen, also so holzsam, also ab Minute 80 bist du wieder richtig gut drupp. So, bumm, da ist es auf einmal. Und das finde ich tatsächlich extrem schade, insbesondere weil man eben diese Tonalität von Winnie Pooh getroffen hat, aber die Geschichte selber, das hätte sich sonderlich toll erzählt. Und dann gibt es direkt noch ein Problem, was ich jetzt für mich selber nicht 100% gesehen habe, aber ich sehe es vor allen Dingen an der Kinokasse. Es ist ein Film, der natürlich auf der einen Seite kindgerecht daherkommt, aber eigentlich mehr diesen Erwachsenenkonflikt zeigt und auch von der Farbgebung und von der Stimmung, was die Erwachsenen bzw. die Menschenszenen betrifft, sehr altbacken bzw. eher erwachsen daherkommt. Sprich, das, was die Kinder irgendwie begeistern wird, was mich eben auch begeistert hat mit Winnie Pooh, Ferkel und Co., ist eben nur ein Part. Für die Erwachsenen ist aber wiederum, wenn man sagt, naja, es kann ja auch ein Kinderfilm für Erwachsene sein. Dafür ist eben die Geschichte ansonsten aber zu unspannend und zu standardisiert. Dementsprechend kann ich da wirklich nur so sagen, so, ja, ich bin hin und her gerissen. Die fleißigen Zuschauer wissen also gleich, wie es bei der Wertung irgendwie ausgeht. Aber nochmal zusammengefasst, wir haben eine tolle Tonalität. Winnie Pooh ist wirklich zurück, fantastisch animiert und mit ganz vielen goldigen Szenen, die wirklich das Herz sehr warm werden lassen und vielleicht noch für zwei, drei Tränchen sorgen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Geschichte, die doch eher plump und standardisiert erzählt wird, sodass man jetzt nicht das Gefühl hat, so wow, das ist ein Kinoerlebnis, sondern es ist eben irgendwie so Stangenware. Und wäre das Production Value nicht so mega hoch, was die Animation betrifft, wäre es irgendwie fast schon eher so ein Direct-to-DVD-Release. Und das ist echt schade. Dementsprechend bekommt der Film mit all seinen Vor- und Nachteilen 5 von 10 Punkten von mir. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Film sagen werdet. Er lief jetzt schon auf Family Previews. Vielleicht schaut ihr das Video auch ein bisschen später. Wie ist es euch ergangen? Fandet ihr den Film rundum gelungen? Fandet ihr ihn ganz schlecht? Begründet es gerne, lasst darüber ein bisschen diskutieren. Und wer aber sagt so, ah, nee, brauche ich nicht, verlinke ich euch direkt noch eine andere Review und eine Folge Top 10. Geht auch da wieder ums Weinen. Die 10 tragischsten und schlimmsten Filmtode. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.